Guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Die erste Tour in diesem Frühling steht an und jetzt will ich Venna erstmal vorbereiten und da nehme ich euch mit. Das letzte Mal war ich ja zu Silvester mit Venna in Südtirol und da ist halt noch die Heizung drin, alles, das muss alles ausgeräumt werden, alles mal richtig sauber gemacht werden und die Handtücher ausgewechselt, frisch gewaschen und ja, am Wochenende geht's dann los, ab in den Spreewald. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Venna dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Als erstes räume ich erstmal alles aus, was gewaschen werden muss. Auch die Überzieher hier, die kann ich entfernen von den Matratzen. Und dann werden die auch mal frisch gewaschen. Handtücher, Bettwäsche, das kommt jetzt erstmal alles in die Waschmaschine. Since I'm traveling around the world, every day there's something new. Sammelt sich bei euch auch immer so viel Krempel an? Hier im Bett sind immer meine Kisten. Hier habe ich immer Licht drin. Das ist mit Solar. Das werde ich gleich mal in die Sonne legen. Und leuchtet ganz schön stark. Im Hellen sieht man es gar nicht so. Hier ist noch so eine kleine Geheimablage. Hier ist mal mein Pfefferspray drin und noch so ein kleines Notlicht. Und da kommt auch der Autoschlüssel rein. So habe ich immer alles neben meinem Bett. Was haben wir hier noch? Ah, das ist mein Küchenlicht. Das hänge ich einfach immer hier oben an. Und da habe ich Licht von oben. Und die Regalteile für mein Bett zum Umklappen. Oftmals werde ich auch gefragt, wie ich die Lichterkette befestigt habe. Ich habe hier für so ein Trennnetz so eine Halterung und da sind die Akkus drin. Und hier habe ich Neodym-Magneten, die sind super stark. Habe ich mir bei, glaube ich, Amazon bestellt und die halten sogar durch die Verkleidung. Boah, war ja klar, das ganze Katzenstreu ausgekippt. Und jetzt ist es soweit, ich schmeiße das Bibilu raus und baue meine Trillino Trockentrenntoilette ein. Erstmal nur für die Reise jetzt zum Testen. Und wenn sie komfortabel ist, dann bleibt sie drinne. Die passt nämlich optimal hier rein. Wenn die euch interessiert, habe ich unten verlinkt. Ist eine von Trillino und gibt auch als Bausatz, wer nicht ganz so viel Geld ausgeben will. Weitere Infos zum Klo findet ihr hier oben. Da habe ich mal ein Video zu gemacht. Ich baue das noch nicht fest ein, weil ich will es erstmal ausprobieren auf dieser Spreewaldreise. Und wenn es mir gut gefällt, dann baue ich es richtig fest ein. Habe ich sogar noch mehr Platz hier. Schaut mal, ich hatte gerade eine Idee. Das ist mein Brett, was immer hinten am Schrank befestigt wird, dass ich draußen essen kann. Und genau so könnte ich das gleiche Brett verwenden, wenn ich hier noch zwei Regalaufhänger anbaue. Und dann könnte ich genau dasselbe Brett auch hier hinhängen und gleichzeitig als Tisch benutzen. Würdet ihr das komisch finden überm Klo? Eigentlich ist ja alles sauber. Könnt ihr gut aussortieren? Ich überhaupt nicht. Also das sind so praktisch, die sind ganz, also ich finde die total praktisch. Das sind Schüsseln mit Deckel.
Habe ich noch nie benutzt. Aber kann man doch immer mal gebrauchen, oder? Raus oder rein ins Auto? Wenn ich die jetzt auspacke, dann brauche ich die garantiert. Die habe ich ausgemistet, aber das lasse ich drin, auch noch nie benutzt. Aber hier ist noch ein GPS-Gerät, ein Spirituskocher, dann Kabel, falls ich doch mal irgendwo Landstrom bekomme, ein faltbarer Eimer. Und jetzt habe ich zweimal Wintergas, zweimal Sommergas. Und das ist mein Heizer, mein Notheizer. Kocher, noch ein zweiter Topf und hier vorne ist so alles, was man braucht, wenn es regnet, ein Tarp, eine wasserdichte Decke und da kommt meine Wäsche rein. Ja, hier ist meine Küche. Da kommen so Vorräte rein, unten sind Kochtöpfe, Teller. Hier ist noch leer für frische Sachen. Müsli, Nüsse. Konserven. Like a child I learned to roll and turn all the things I thought I knew. There are so many ways to think and live. It's so colorful and bright. All the prejudices inside my head, I lay them by my side. Isn't it life how it should be? Adventure hearts and young in mind, just to be wild and free. Sauber ist es jetzt, das Auto. Ich habe sogar das Sub schon drin. Und morgen werden dann Klamotten und Strom und so weiter eingeräumt. Und dann kann ich bald starten. So, Wäsche ist fertig. Kann alles wieder frisch bezogen werden. Oh, isn't it life how it should be? Adventure hearts and young in mind, just to be wild and free. In my mindset I have built some walls, but they didn't make me free. Instead they've locked me up and pushed me down, so that I can hardly see. Now I've had to leave my comfort zone. Ich bin jetzt startklar, hab alles soweit eingepackt. Ich zeig euch nochmal, wie es aussieht, wenn jetzt auch Wasserkanister und der Abwasserkanister eingeladen sind. Und dann lasst uns starten. Der Wasserkanister fährt immer hier in der Mitte mit dem Ventil oder Ablaufhahn nach oben. Und da klemme ich dann noch was dazwischen, dass er nicht umkippt. Und der Abwasserkanister, der ist hier angeschnallt. Und die Trockentrenntoilette von Trellino ist, wie gesagt, erstmal nur provisorisch eingebaut. Die wird jetzt getestet. Und wenn sich das richtig gut macht, dann wird das hier alles abgebaut. Da war ja vorher ein Bivilu eingebaut und da habe ich sogar noch mehr Platz als beim Bivilu. Und so sieht es fertig eingepackt aus. Dann lass uns starten. Ach, wie ist es schön, wieder unterwegs zu sein. Schaltet doch nächste Woche wieder ein, dann könnt ihr mich auf meiner Ventour begleiten.